Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ja, da sind wir mal wieder und heute geht es um das wichtigste Thema überhaupt, nämlich Heldenporträts und Skins. Wir werden mal alle, die es bisher gibt und auch die, die sogar noch kommen, werden wir jetzt ranken auf so einem wunderschönen Tiermaker-Ding. Insofern, bis gleich! Ja, Hallöchen. Kurz ein paar Dinge vorneweg. Punkt Nummer 1, habe ich ein neues Schnittprogramm, welches ich benutze, hoffentlich benutze, wenn es klappt. Insofern, wenn ihr irgendwas anders seht oder wenn irgendwas noch irgendwo einen kleinen Haken hat, dann liegt das vielleicht daran oder irgendwo ein Schnitt oder ein Dings nicht so gut ist. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, aber dafür hoffe ich halt, dass in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten dadurch der YouTube-Content hier noch ein bisschen besser wird und hier und da mal ein bisschen aufgepeppt. Ja, natürlich wird der Großteil des Contents immer noch daraus bestehen, dass der Onkel hier unten in der Ecke quatscht und euch irgendwas erklärt, erzählt oder meine Meinung kundtut. Aber wie gesagt, der ein oder andere Fact oder halt ein netter Einspieler oder halt mal eine Karte reinholen und nicht immer nur auf draufklicken. Irgendwie sowas hoffe ich, dass das dann demnächst funktioniert und klappt. Insofern, ja. Heute ist das erste Video, was ich hoffentlich mit der neuen Software bearbeite. Und ja, das soll jetzt erstmal ganz normal Standard sein, ohne irgendwas, dass ich zumindest schon mal wieder da bin, wo ich vorher war. Punkt Nummer A, Punkt Nummer B zu Hearthstone. Es passiert im Moment ultra wenig. Deswegen, also es gibt keine Infos zu Patches, es gibt keine Infos zu irgendwas. Es müsste aber zum einen natürlich kommen Mercenaries raus. Also Mercenaries kommt in weniger als 2 Wochen raus. Ich erwarte, dass da vielleicht nochmal eine Kleinigkeit kommt vorher, über die wir berichten können. Und wenn nicht, spätestens dann können wir natürlich eine ganze Menge berichten. Und ich plane zu Mercenaries auch ein bisschen Gameplay-Content auf jeden Fall, den man eigentlich sehr leicht erstellen kann. Selbst YouTube-exklusiv, muss noch nicht mal vom Stream geklaut sein, sondern da könnte man auch 1, 2, 3 Games immer so spielen für YouTube. Basis dafür ist natürlich, dass Mercenaries interessant ist und spannend. Die Schlotternächte sollten kommen. Also sollte auch bald jetzt das Halloween-Event, die Schlotternächte werden eigentlich Anfang Oktober immer bekannt gegeben, also spätestens Anfang nächster Woche. Mitte nächster Woche würde ich sagen, dass da irgendwas kommt. Also sowohl Mercenaries als auch Schlotternächte dürfte irgendwie mal ein bisschen Infos geben. Insofern hoffe ich, dass da bald was passiert. Und letzte Information. Wir haben immer noch das Giveaway am Laufen. Mercenaries 4x50 Packs, Leute. 4x50. Insgesamt 200 Euro hauen wir raus. Macht beim Giveaway mit. Läuft noch 2 Tage bis Samstagabend. Wer noch nicht mitgemacht hat, tut es auf jeden Fall. So. Ich wollte immer schon mal so ein Tiermaker-Ding machen. Es war eine ganz schöne Arbeit, diese ganzen Skins alle zu suchen. Es sind wirklich alle. Es sind sogar diese komischen Fairytale-Skins dabei, die erst noch rauskommen in den nächsten Wochen. Und ich dachte mir, die Skins ist eine gute Art. Es ist eine ganz nette Sache. Ihr könnt gerne, Leute, nehmt euch diese Tierliste und macht eure eigene. Ich möchte gerne sehen, wie ihr die Skins bewertet, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich weiß nicht, wir teilen es vielleicht in 2 Videos auf, weil ich glaube, eins könnte ein bisschen lang werden. Ich weiß nicht, wie lange ich für jeden Skin brauche oder ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um die zu orten. Ich werde mich natürlich ein bisschen beeilen, weil wenn ich jetzt über jeden Skin quatsche, oder viel Quatsche, ich glaube, dann wird das Video unendlich. Insofern fangen wir jetzt endlich mal an. Und wie gesagt, also wir haben hier mit Kurtrus, das ist Adept Kurtrus, das ist irgendwie so ein, ich glaube, Stufe 2 von den Dingern. Ja, ich habe hier übrigens hier Beron Ogazin, logischerweise, das ist absolut der Beste. Großartig, sind auch schon tolle Skins. Voll okay sind Skins, die ich gut finde, nicht super spannend, ziemlich lahm, ist dann schon langweilig. Voll Lumpy ist schon relativ schlecht. Lumpy, I love you. Und abscheulich ist natürlich der Bodensatz der Skins. Dieser Skin würde für mich unter völlig ziemlich lahm fallen. Es ist nichts Schlimmes an diesem Skin, aber auch absolut nichts Spannendes. Und genau da packe ich auch Agent Scabs. Den würde ich jetzt schon zu voll okay, weil es gibt schlechtere von dem. Also ich glaube, das ist das beste Scabs-Bild. Das ist ein neuer Ascendant Uta. Das sind die ganz neuen. Den finde ich ziemlich okay. Ich habe es mir noch nicht gekauft, aber das ist der Punkt. Für voll okay 25 Euro ausgeben. Ich gebe für großartig oder Beron Ogazin 25 Euro aus. Aber für Uta weiß ich nicht. Hier ist nämlich Chef Scabs und hier wären wir jetzt bei ziemlich lahm. Also den hier finde ich okay, aber das, da bin ich eher hier unten. Valera. Valera finde ich, ihr Gesicht, Leute. Die hat ein unfassbar seltsames Gesicht, deswegen kommt die hier unten hin. Eigentlich mag ich den Skin, aber das Gesicht ist so seltsam. Es ist so spitz. Ganz, 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 ganz komisch. Dass man Valera hässlich darstellen kann, muss man halt auch erstmal schaffen.
Rexar würde ich auch unter Voll okay. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel unter Voll okay packen, aber ich meine, das ist halt wahrscheinlich, da werden die meisten landen, weil es gibt halt Skins, die sind einfach ganz nett, aber auch nicht mehr. Malfurion. Der Feuer-Malfurion, den würde ich unter. Der ist schon ziemlich cool, den packen wir mal unter großartig. Ember Curd Illidan, auch einer der neuen Skins, ist für mich auch bei Voll okay auf jeden Fall dabei. Emerald Malfurion. Das ist einer von den. Von den Buch der Söldner-Skins. Die Buch der Söldner-Skins insgesamt finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Die meisten davon sind jetzt nicht so meins, genauso wie der hier. Also ich habe keinen einzigen davon gekauft. Oder einen, doch, ich habe den Demon Hunter gekauft, aber all die anderen neuen nicht. Insofern, das zeigt ja schon alles, dass ich es nicht so wirklich toll fand. Ja, Guff. Guff. Ich mag, ganz ehrlich, also der Battle Pass war echt eine Enttäuschung. Die ganzen Skins des Battle Passes sind echt so langweilig. Keinen davon möchte ich gerne spielen irgendwie. Ja, ich glaube, da geben die sich schon echt weniger Mühe, muss man sagen. Illidan, diesen Illidan finde ich auch nicht so gut, den würde ich auch unter ziemlich lahm packen. Rexxar ist cool. Rexxar hier, Feuer Rexxar ist nice, der kommt unter voll okay. Dieser Rexxar ist richtig gut, der gefällt mir richtig gut. Also hier, es ist quasi zweimal Feuer-Rexxar, aber ich finde diesen hier wesentlich besser als den. Muss ich sagen. Dann ein ganz neuer, Leute, hier. Frogprinz Thrall, also Thrall als Froschkönig quasi. Den finde ich ziemlich cool. Aber ich glaube, voll okay. Wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich muss mal gerade noch einen. Ich mache mir gerade hier mal einen noch dabei. Oh ne, das war falsch. Moment. So, und ich mach mal hier noch eine hin. Ja, weil ich glaube, sonst kommt das alles. Wir machen mal hier noch alles sehr gut. Jetzt müssen wir die Farbe nur ändern. Ja. Das schneide ich raus. Das hier schneide ich natürlich raus. Das wird keiner von euch jemals sehen. Ja. So, jetzt passt es wieder. So, jetzt kann ich das ein bisschen besser machen. Okay. So. Ja, so bin ich zufrieden. Also habe ich ein bisschen mehr Spielraum und Fläche. Frostwolfstrahl, auch ein Buch der Helden-Skin, der ist voll okay. Eigentlich ist der Skin sehr cool, der Skin ist eigentlich sehr cool, aber der ist so weiß. Der ist im Spiel mega weiß. In der Vorschau hat er so ein bläuliches, aber im Spiel ist er, das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwas total falsch gelaufen. Das ist, glaube ich, irgendein Belohnungsweg, Garrosh, der ist ziemlich cool, kommt aber auch unter voll okay. Valera gefällt mir tatsächlich ziemlich nice, Valera finde ich ziemlich gut. Das ist einer meiner Lieblings, den habe ich auch nicht gekauft, aber einer meiner Lieblings, Buch der Söldner-Skins. War mir keine 10 Euro wert, aber auf jeden Fall finde ich ihn ganz gut. Hier ist wieder Guff. Ja, ich finde diese ganzen Guff-Skins alle mega langweilig, keine Ahnung. Rune Totem ist cool, weil es ein Taure ist. Es gibt einfach nicht so viele Tauren. Also ich weiß gar nicht, ob ich den Skin so geil finde, aber es ist ein Taure und es gibt wenig Tauren. Deswegen kommt er dahin. Magni, hallo, Magni ist der erste Skin, der ganz nach oben kommt. Ich liebe Magni. Magni ist ein All-Time-Favorite, Ultra-Super-Duper-Skin. Ich liebe seine Heldenfähigkeit, wenn der Hammer drauf fällt. Ich liebe seine Optik, ich liebe seinen Rahmen, den er hat. Ja, ich habe ein Faible für Zwerge, keine Ahnung. Magni ist auf jeden Fall der erste, der es verdient hat, ganz, ganz oben zu stehen. Ja, und jetzt kommt Corrupted Garrosh. Dieser Skin kommt ganz, ganz nach. Ich weiß, den mögen einige. Übrigens, Leute, kurze Info. Das ist meine Meinung, das ist Optik. Wir müssen uns hier nicht einig sein. Ihr könnt, weil ich weiß zum Beispiel, diesen Skin mögen einige sehr. Es ist völlig okay, wenn ihr den Skin total toll findet, den ich hässlich finde. Es ist super objektiv, diese ganze Geschichte. Subjektiv. Insofern, ne? Aber den hier finde ich kann diesen Skin einfach nur leiden. Ich würde ihn niemals benutzen. Bei den ganzen geilen Worry-Skins. Da kommen wir direkt, wo wir gerade bei geilen Worry-Skins sind: Deathwing. Deathwing kommt auch ganz nach oben. Deswegen finde ich auch absolut großartig. Zwei Kriegerskins ganz, ganz oben. Einer ganz, ganz unten, aber zwei auch ganz, ganz oben. Nagrand-Garrosh ist auch ziemlich schlecht, finde ich. Aber ich packe ihn mal nach ziemlich lahm vor. Lumpi ist noch. Na, hat er nicht verdient. Anhilde. Anhilde finde ich auch toll.
Aber an Hill kommt, glaube ich, zu großartig. Ich glaube, großartig reicht. Ich glaube nicht, dass es an die beronogasmische Perfektion von Magni ranreicht. Aber großartig ist sie auf jeden Fall. Der ist auch cool. Der gefällt mir auch ziemlich sehr gut. Krieger hat, wie gesagt, viele gute Skins. Ja, das sind diese Asia-Skins. Ich mochte die Asia-Skins sehr. Aber ich muss sagen, umso länger ich die Asia-Skins spiele, umso langweiliger finde ich sie. Deswegen kommt er, also ich mochte den total, aber ich habe ihn jetzt recht oft benutzt und ich sehe ihn jetzt recht häufig bei mir halt, wenn ich Krieger spiele. Und mittlerweile benutze ich ihn nicht mehr oder kaum noch. Deswegen ist er mittlerweile jetzt bei mir im Mittelfeld. Ich mochte den Wert, er war bei mir hier oben, aber irgendwie hat er sich so ein bisschen... Magni zum Beispiel verliert nie an Wert. Magni ist immer cool, aber... ja, die haben irgendwie so eine Haltbarkeit, die irgendwann aufgebraucht war. So, jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Das klassische Kriegerbild, und ich finde das auch toll, ich finde die ersten Skins sind wirklich, wirklich toll geworden bei den meisten. Und ich finde den klassischen Garrosh finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ist ein sehr, sehr guter Skin, den man immer noch spielen kann ohne Probleme. Er ist halt nur halt alt und man kennt ihn seit 7 Jahren, aber eigentlich ist es ein toller Skin. Morgul, den habe ich nicht. Ist aber eigentlich ganz nett. Ich packe ihn unter voll okay. Ich glaube, einige mögen diesen Moloch sehr. Ich bin jetzt kein riesiger Moloch-Fan, aber es ist ein netter Skin eigentlich. Voll okay, geht auf jeden Fall noch durch. Rastakhan habe ich auch nicht. Ist aber auch okay. Donnerkönig. Ich meine, ist auch okay. Also ich packe jetzt gerade alle Schaman-Skins hier, oder okay. Aber die sind halt, ich finde die weder schlecht, noch finde ich sie super gut. Warchiefs Rall finde ich tatsächlich mittlerweile ziemlich langweilig. Also ich fand den, mochte den ganz gerne, aber mittlerweile ist er ziemlich öde. Lady Varsh mochte ich auch mal sehr, aber es ist auch ein bisschen vorbei. Insofern packe ich sie mal unter ziemlich lahm. Earth Fury's Rall ist auf jeden Fall voll okay. Ich dachte, Schamane würde besser abschneiden. Schamane ist gar nicht mal so mein Favorit, stelle ich gerade fest. Voll Lumpy ist Thrall, Son of Dorotan, der ist nämlich mega langweilig. Alterax Thrall, den finde ich tatsächlich ganz cool. Aber auch nicht mehr als voll okay natürlich. Und der Thrall auf den... Das Ding hier, Leute, finde ich tatsächlich... Das Problem ist, es ist zu... Das ist eigentlich super cool, aber Thrall ist so klein, weil er auf dem Tiger sitzt. Du siehst den Tiger klein und du siehst Thrall klein. Und so hast du irgendwie das Problem, dass beides nicht richtig zur Geltung kommt. Und deswegen kommt er bei mir unter ziemlich lahm. Eigentlich ein cooler Skin, aber es ist zu viel in dem kleinen Bild, dass du es nicht richtig erkennen kannst, beziehungsweise halt einfach nicht richtig zur Geltung kommt. Das passt nicht so richtig, finde ich. Der klassische erste Thrall ist auf jeden Fall voll okay. Das ist nicht mein Favorit. Also es gibt bessere erste Skins. Wesentlich bessere, wie zum Beispiel Garrosh. Majev finde ich unfassbar schrecklich. Nicht abscheulich schrecklich, aber voll lumpig schrecklich. Deswegen kommt sie dahin. Captain Valera ist wirklich... Der ist wirklich schrecklich. Also der kommt unter abscheulich. Ganz schlimmer Skin. Ich weiß nicht, was er soll. Brauche ich nicht. Ja, oder abscheulich? Nein, abscheulich ist falsch. Nein, komm, wir nehmen voll Lumpi. Passt. Na, so schlimm. Also, nein, ist okay. Es ist nicht so schlimm wie das. Das ist okay. Die nächste Valera, den finde ich ganz cool. Den Skin, der kommt unter sehr gut. Den Skin mag ich. Ich mag die Farben. Ich mag irgendwie dieses Rot mit dem... Also, ich mag das Set. Das ist, glaube ich, das T1 Set. Das finde ich sehr geil. Ja, hier ist... Diese Valera mag ich sehr. Das ist mein absolut Lieblings-Schurken-Skin. Deswegen kommt der unter großartig. Es reicht nicht für Beronogasim, aber das ist ein toller Skin, das ist mein Lieblings-Asia-Skin, den sie gemacht haben. Sexy Valera, der kommt auf jeden Fall dahin. Ja, die normale Valera, die ist okay, die ist auf jeden Fall nicht schlecht, die kommt hier unter voll okay. Lady Liadrin finde ich ziemlich lahm, deswegen kommt sie dahin. Prinz Arthas finde ich sehr lumpy, ich mag Arthas, ich hasse Arthas, das ist geschichtlich bedingt, Leute, ich mag Arthas nicht. Ich kann ihn wirklich gar nicht leiden und ich mag auch das nicht sonderlich. Ja, ich will ihn auch nicht reden hören oder so. Sir Arneutron kommt natürlich ganz nach unten. Ganz ehrlich, Leute, Paladin ist eine ehrenhafte Klasse des Lichts, der Rechtschaffenheit. Paladin ist keine Blechbüchse, die auf Trommeln haut. Ich weiß, wir spielen Hearthstone und ich weiß, Hearthstone ist ein spaßiges kleines Kartenspiel, das sich nicht zu ernst nimmt. Das ist gut. Aber ein Paladin als Blechtrommel, der... Hallo, das ist nicht Paladin, nein, das ist für mich gar nichts, insofern weg damit.
Lightforged Uta finde ich, ist eine cooler Skin. Der kommt da oben hin. Second War Uta finde ich okay. Ja, ist so ein junger Uta, das ist ganz nett, aber ich mag das Leuchten. Der Leuchteffekt sieht ziemlich cool aus, aber ich mag das Gesicht so nicht. Bin ich kein riesen Fan von. Aber das Leuchten ist geil. Horseman Uta ist, ja, es geht in die Richtung von Neutron. Ich weiß nicht, was das soll. Also ich, kein Fan von. Dieser Skin ist relativ langweilig, finde ich. Guyang Uta, das ist auch ein weiterer Asia-Skin, den finde ich okay. Standard Uta finde ich gut, aber auch nur nicht sehr gut, also das ist auch voll okay. Für sehr gut reicht es nicht, kann man machen, muss man aber nicht. Würde ich jetzt, glaube ich, selten wählen. Aleria habe ich tatsächlich nicht. Aleria ist tatsächlich ein Skin, den ich, glaube ich, nicht besitze und noch nie benutzt habe. Eigentlich ist er cool, mir gefällt er gut, das ist ein cooler Skin. Aber ich habe ihn nicht und deswegen habe ich. Aber ich packe ihn unter sehr gut. Ich mag den. Es ist halt auch mal ein weiblicher Hunter. Sonst hast du immer diesen fetten Rexar. Da finde ich diesen edlen Skin von Aleria eigentlich ganz cool. Wo wir bei fetter Rexar sind. Dieses Ding ist wirklich. Also auf jeden Fall ganz nach unten. Das ist echt ein Skin. Und jetzt kommen wir zu einem Skin, wo ich es echt schade finde. Sylvanas. Sylvanas ist. Ich liebe Sylvanas. Ich meine, wir lieben alle Sylvanas. Logisch. Aber dieser Skin könnte so viel besser aussehen. Also es ist kein schlechter Skin, aber ich denke mir immer wieder, er könnte so viel schöner sein, weil Sylvanas ist eigentlich mega geil. Und deswegen packe ich ihn da voll okay. Weil er ist nicht schlecht, aber er könnte viel besser sein. Und deswegen, er ist hier zwischen, aber als Statement, weil ich sage, eigentlich hätte der Sylvanas Skin was Besseres verdient. Packe ich ihn unter okay. Warsong Rexar ist für mich die Definition von ziemlich lahm. Giant Stalker Rexar kommt da auch hin. Der normale Rexar tatsächlich, den mag ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, dann muss der hier hoch. Ja, okay. Dann muss der. Ich finde diesen Skin finde ich besser als den und den. Und deswegen packe ich den nach oben. Also diese beiden Rexars Transport finde ich auf jeden Fall schlechter als den. Insofern kommt der hoch. Lunara finde ich sehr, sehr lumpy, mag ich nicht. Ich meine, sie hat wenig an, aber ihr Busch-BH ist jetzt nichts, was mich jetzt mega anspricht und ihre komischen Haare da. Insofern weg damit. Elise ist natürlich großartig, wir lieben alle Elise. Elise war tolle Karte, insofern Elise ist großartig, kommt nach oben. Ich mag sie sehr. Ich mag den Skin. Shando Malfurion ist ziemlich okay, aber er hat diese Säufernase, ne? Ah, Shando Malfurion, der hat die Säufernase. Das macht ihn natürlich okay. Ich wollte ihn eigentlich nach okay packen, aber wegen der Säufernase kommt er hier hin. Ja, zu Madame Haselbocke muss ich nicht viel sagen. Szenarion Malfurion, der ist ganz cool. Der kommt auch voll okay. Der normale Malfurion, den finde ich auch relativ lang. Ich finde tatsächlich doch gar nicht so viele Standard-Skins cool. Also, ich dachte gerade, also Garrosh kam ja als erstes und dachte, die Standard-Skins sind eigentlich ganz geil, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, so geil sind die gar nicht. Also Garrosh ist cool und es kommen auch noch welche, die cool sind. Aber, ja. Okay, Leute, ich glaube, bei Mecha-Jaraktus war die Hälfte, beziehungsweise jetzt fängt Hexenmeister an. Insofern würde ich jetzt hier erstmal für Part 1 Cut machen. Ja, gucken wir es uns an. Insgesamt kann man sagen, ich meine, ich habe immer gesagt, Krieger sind meine liebsten Skins und das spiegelt sich tatsächlich wieder. Ich habe es jetzt ja relativ schnell gemacht und relativ aus dem Bauch heraus. Und mit zwei Krieger-Skins ganz, ganz oben und zwei Krieger-Skins unter großartig und auch noch einer, also Krieger ist wirklich sehr, sehr gut weggekommen. Ist also sehr plausibel, finde ich. Was ist, Schamane hätte ich besser erwartet, aber ich finde tatsächlich die Schaman-Skins gar nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich, vielleicht müsste ich irgendwie einen Schaman hier auf sehr gut packen. Von den Follow Kane. Ich glaube, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da war ich vielleicht ein bisschen hart bei den Schamanen. Aber ich dachte, die werden besser abschneiden. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Liste. Wie ist es so? Bei welchem Skin denkt ihr, das kann doch nicht sein, dass er so weit unten ist? Oder das kann doch nicht sein, dass er so weit oben ist? Ja, könnt ihr gerne auch selber ausfüllen. Wir kommen zu Part 2, kommen wir dann
Morgen, ich meine, ich glaube, ich werde ihn natürlich logischerweise jetzt direkt aufnehmen, aber ich denke, 20 Minuten über Skins quatschen, das reicht. Insofern, danke fürs Zusehen und bleibt gesund. Bis bald. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.